wieder fleißig, die Mitglieder des Stadtwerke-Chors. Denn am 8. Dezember steht ihr diesjähriges Weihnachtskonzert an. Und dafür müssen sich die Herren noch ein wenig einsingen. Leitung von Kantor Michael Hartl gehen die Männer so kurz vor dem Auftritt noch einmal ihr gesamtes Programm durch. Der Männerchor blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Im Oktober 1982 begann seine Geschichte. 21 Kollegen trafen sich, um ein gemeinsames Hobby auszuleben, das Chorsingen. Mittlerweile verfügen sie über ein großes musikalisches Repertoire. Egal ob Volksmusik, klassische oder religiöse Stücke, Opern oder Musicals. Im Laufe der über 30-jährigen Geschichte wurden viele Lieder einstudiert, so auch für die Weihnachtszeit. Inzwischen verfügt der Chor über 50 Mitglieder und alle haben eins gemeinsam: die Leidenschaft zum Singen nach Arbeitsende.